Leute, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge Fight Club. Ja, das ist jetzt eigentlich Folge 2 so von der Series, denn ich habe jetzt endlich das Thumbnail dafür bekommen und von daher würde ich sagen, wir starten ganz gediegen in die Runde. Ich denke, einige von euch werden es mitbekommen haben, dass am Montag kein Video kam. Dazu habe ich auch auf Twitter was gepostet, was wichtig ist, dass ich in diesem Video auf jeden Fall ansprechen wollte. Erstmal werde ich versuchen, den Typen hier zu killen, der mein Skin hat. Was geht ab, Diggi? Erster Kampf ist immer so, ne? Das ist einfach nur Linksklick. So, ich habe eben die Pot hier rein und ja, auf jeden Fall ist es momentan eben so, dass ich, ziemlich viel Stress habe mit der Schule. Es ist zwar jetzt so Ende des Jahres, also Ende des Halbjahres, aber trotzdem gibt es halt noch einiges Stress, weil ich jetzt eben Facharbeit habe. Ich habe bald meine Kursfahrt Anfang Februar. Nebenbei mache ich halt jetzt so gut wie jeden Tag Videos, beziehungsweise jeden bis jeden zweiten Tag Videos. Und das ist eben auch das Thema, worum es heute gehen soll. Und zwar ist es eben so, dass ich momentan ziemlich schwer hinterherkomme mit den Videos aufnehmen, schneiden, rendern, hochladen, bla bla bla. Denn ich denke, ihr merkt auch, dass es seit Varo ziemlich anders vorgeht als in den... Okay, Digi, das war's dann mit dem Kampf hier. Dass es halt einfach anders vorgeht als in den anderen Videos vor Varo. Denn ich gebe mir jetzt einfach viel, viel mehr Mühe in den Videos und ich merke auch, dass es bei euch viel, viel besser ankommt, was mich natürlich mega freut. Aber das Ganze nimmt halt auch mehr Zeit in Anspruch. Das bedeutet, ich sitze nicht mehr irgendwie nur so 5 Minuten an einem Video oder sowas, sondern halt ab und zu auch einfach eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde oder so. Je nachdem, ich muss manchmal passende Musik finden, ich muss die richtigen Cuts setzen, manchmal bin ich unzufrieden mit dem Video und nehme ein neues Video auf. Also es sind immer so Kriterien, die mit einbezogen werden müssen. Natürlich ab und zu bin ich halt auch recht schnell mit dem Video durch, wenn ich schnell beim Cutten bin. Nach einer Zeit gewöhnt man sich das so einfach so an. Aber ja, das Ganze ist halt eben, wie gesagt, etwas stressig, weil ich denke, Facharbeit, für die Leute, die ihre Facharbeit schon gemacht haben oder gerade am Machen sind, die wissen selber, dass das ziemlich stressig ist und viel Zeit in Anspruch nimmt. Von daher wäre jetzt meine Lösung gewesen, dass ich erstmal mit den Daily Uploads das etwas zurückschraube. Keine Sorge, Leute, ich habe nur gesagt zurückschrauben. Und dass in Zukunft die Videos einfach so ungefähr jeden zweiten Tag kommen. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwie mal trotzdem an 2 Tagen hintereinander auch 2 Videos hochlade. Das wird dann aber einfach seltener vorkommen. Und ich hoffe einfach, dass euch diese Regelung, dass eben so gut wie jeden zweiten Tag ein Video kommt, dass euch das auch einfach so gefällt. Beziehungsweise, dass es in Ordnung für euch ist. Ich habe auch eben auf Twitter schon nochmal darum gefragt und da waren auch sehr, sehr viele Leute ziemlich tolerant. Beziehungsweise haben das total nachvollziehen können. Was mich natürlich auch mega gefreut hat so. Und Digi. Ja, ich würde sagen, okay, wir kämpfen noch direkt weiter. Ist noch nicht der letzte Kampf. Dann ist der Typ oder... Ist das ein Mädchenskin? Ich weiß nicht. Ja, man weiß es nicht, ne? Ich pfeife mal eben hier Generation rein. Und vielleicht einen goldenen Apfel. Ach, er hat eine Angel. Oh mein Gott, nein. Aber, ich glaube, den sollten wir haben. Oder doch nicht. So, haben wir. Also, wenn ich halt jetzt so Vollzeit-YouTuber wäre und ich würde von YouTube leben und sowas halt und ich hätte keine Schule, dann wäre es natürlich ganz easy mit den täglichen Videos, aber ich bin halt einfach noch Schüler, von daher ist es, ja, umso schwerer, das Ganze hier so durchzuziehen. Aber Respekt an jeden Schüler, der trotzdem irgendwie täglich Videos raus hat. Das ist schon eine Belastung, sag ich mal. Und so, ich habe jetzt aber mal auf euch gehört und diesen Speed-Trank genommen. Ich wusste es davor echt nicht, ich möchte aber nicht diesen Jump-Boost Ding-Trank dann nehmen. Ich weiß nicht, Jump-Boost ist jetzt nicht so das Geilste, meiner Meinung nach. Ich verfolge mal den Typen hier, aber er will anscheinend wirklich nur Bow Spam. Oder jetzt will er kämpfen. Ja, ja. Kannst du bitte sterben? Danke. Gut. Dann würde ich sagen, was ist mit dieser ersten Runde? Ich mache einfach wie so in der letzten Fight Club Folge, hau ich einfach noch eine Runde hinten dran und würde ich sagen, wir sehen uns im zweiten Turnier wieder. So, okay, wir sind jetzt hier in der zweiten Runde und da oben ist hier der Typ. Ich hasse diese Map so, ne? Weil man muss jetzt die Treppe hochlaufen, dann wird es einfach nur ein Kampf auf diesen Treppen und es ist ein Glück, wer gewinnt. Aber vielleicht kämpft er gar nicht hier oder wo ist er jetzt hin? Ach, er geht die andere Treppe runter. Ach, nee. So, er checkt's nicht. Oh Gott, ich habe es auch nicht gecheckt. Ich habe absolut gefailt. Ich wollte ihm den First geben. Ich habe absolut gefailt. So, haben wir trotzdem bekommen. Okay, nächster Port. So, gegen wen kämpfen wir? Bitte, okay. Zum Glück haben wir einen Gegner. Ich hasse es nämlich, wenn ich bei Fight Club keinen Gegner habe. Das ist so lame. Auch für eine Aufnahme, weil einfach ein Kampf weniger ist quasi. So, ich möchte nicht runterhauen. Ich achte wirklich manchmal beim Kämpfen darauf, dass ich die Leute nicht runterhaue, weil die haben halt auch noch Stuff und so, den ich gut gebrauchen kann. Und das ist vor allem auf solchen Maps, wo die Gegner dann mal hier stehen und sich dann leicht runterhalten lassen. Ja, ist jetzt nicht das Leichteste. Auf jeden Fall hat mir in den Kommentaren beim letzten Video auch noch jemand geschrieben. Sowas wie, ja, warum sagst du Ehrenmann, wenn Leute deinen Skin haben oder sowas. Leute, das ist einfach so, also es ist so gemeint, dass ich es halt einfach cool finde, dass Leute den Skin drin haben. Und dass es halt eine Ehrenmann-Aktion ist, dass man so einen Skin überhaupt reinmacht, weil kaum, man kann natürlich auch selbst irgendeinen Skin selbst designen, aber wenn man dann einen aus meinem Skin-Pack nimmt, also
das macht mich natürlich schon ein bisschen happy. Aber gut, wo ist der Typ denn jetzt hin? Oh, ist das wieder so einer, der sich runterbaut? Und der Typ hier, also, ich weiß nicht, was er macht, aber... Ich boste ihm jetzt einfach mal down. Ach, nee. Er war fast down. Okay, aber ich glaube, ich kämpfe jetzt nochmal gegen den. Genau, und jetzt wehe, du baust dich nochmal dahin. Wehe dir. Okay, ich habe ihn auch zweimal getroffen. Ich gebe mir einmal Regeneration. Ist halt jetzt belastend hier mit dem Loch. Aber gut, da muss eben der Bowser ein bisschen rein. Und er ist auch down. Ich verstehe nicht, warum Leute es echt versuchen, sich hier so runterzubauen. Ich meine, keine Ahnung, das ist ein Turnier. Als ob man da halt so krass auf den Win schwitzt. Nur um sich da runterzubauen. Was soll denn das? Aber komm, es ist jetzt im Finale, glaube ich. Und dann sollten wir auch irgendwas reißen da. Ich hoffe nur, ich habe nicht nochmal so einen Typen wie eben drin, der mich einfach zerreckt hat. Also eben in der Runde. Da hatte ich einen Typen. Der ist nicht geflogen. Aber er war auf jeden Fall schneller als ich. Und ja, ich hatte auch den Speedboost, Leute. Also keine Sorge. Ich weiß schon, dass es jetzt so einen Speedboost gibt. Also genau gesagt, den hier. Und hier ist noch hier Jump Boost. Aber finde ich jetzt nicht so geil. Gut, auf jeden Fall ist der irgendwie so mir ziemlich schnell hinterher, in Anführungszeichen geflogen und ja, ich konnte ihn halt einfach nicht killen, weil der so eine krasse Range gehabt, das war abnormal. Aber ich würde sagen, dann knallen wir einfach mal den Typen hier weg. Also ich muss echt sagen, das war gerade eine nice Combo. So, Regeneration hauen wir uns einfach mal rein und dann gehe ich hier auf den drauf. Soll ich ihn in den Lava schlagen? Okay, ist schon in der Lava. So, mein Junge. Aber ich wollte ihn eigentlich verrecken lassen in der Lava. Lava, so. Habe ich gerade Lava gesagt? Okay, dann würde ich sagen, Leute, falls es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das kann halt eben, wie gesagt, entweder morgen sein oder übermorgen oder sowas. Oder vielleicht auch sonst irgendwann. Also, wie gesagt, ihr erfahrt es auf Twitter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und Peace.